Wir müssen versuchen, nach 2 Jahren Pandemie einen Weg zu finden, schwierig genug in dieser Abwägung, um aus dem Krisenmodus herauszukommen. Diese 2,5 Jahre Pandemie hat Spuren hinterlassen in jeder Hinsicht. Die Covid-19-Pandemie hat vielen Menschen das Leben gekostet. Das ist so. Etwa 20.000 Menschen sind daran verstorben. Es ist und war eine schwere Erkrankung. Und viele Menschen leiden auch an Folgeerkrankungen. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, Covid-19 zu verharmlosen. Was sie aber auch gezeigt hat, und das ist mir wichtig zu betonen, es hat auch vielfältige psychische und soziale Auswirkungen gehabt und hat es nach wie vor, diese Pandemie. Das habe ich in vielen Gesprächen auch mitbekommen, mit sozialen Einrichtungen, mit Beratungseinrichtungen, auch in persönlichen Gesprächen mit Menschen, die davon betroffen waren. Es hat die Weltgesundheitsorganisation festgestellt in einer großen Untersuchung, dass weltweit all over Angstzustände und Depressionen zugenommen haben und dass gerade auch die soziale Lage und die soziale Ungerechtigkeit, die oft schon da war, verstärkt und verschärft hat. Der Bogen spannt sich ja vom Frühjahr 2020 bis zum heutigen Tag und ich mag Sie gerne noch einmal daran erinnern, wie wir begonnen haben. 2020 waren wir konfrontiert mit einem damals völlig unbekannten Virus, mit erschreckenden Bildern und mit einem Werkzeugkoffer, der leer war. Wir hatten keine Impfung, keine Medikamente, wir hatten eine Virusvariante, die hoch ansteckend war, an der viele Menschen schwer erkrankt sind, auch junge Menschen, die unsere Intensivstationen gefüllt haben und die zu wirklich schwierigen Situationen geführt haben. Wir stehen heute vor einer völlig anderen Situation. Wir haben eine deutlich andere Virusvariante, die zwar hoch ansteckend ist, aber wesentlich weniger zu schweren Verläufen führt. Und wir haben, und das ist wichtig zu betonen, 2 Instrumente, die es uns ermöglichen, einen besseren Umgang mit der Pandemie zu finden und diese Krankheit auch wirksam zu bekämpfen. Das ist zum einen die Impfung und zum anderen sind es die Medikamente, die wir haben. Dazu wird dann Katharina Reich noch was sagen. Das heißt, im Klartext, wir gehen jetzt einfach gut vorbereitet in eine neue Phase dieser Pandemiebekämpfung, haben dazu einen Variantenmanagementplan erarbeitet, bisschen sperriges Wort, der sagt im Wesentlichen, das ist unser Strategiepapier, in dem wir festgehalten haben, wir denken und planen jetzt jedenfalls in 4 Szenarien, in 4 möglichen Szenarien, die eintreten können. Weil uns das Virus und die Pandemie gelehrt hat, es können sich die Dinge rasch verändern und es kann Überschneidungen geben. Das heißt im Klartext, wir bilden dort ab in diesem Plan eine Variante, die einen Übergang in einen Normalzustand bedeutet, bis hin zu einer möglichen Variante, wir wissen es nicht, sie möge nicht kommen, die auftauchen könnte, die völlig mutiert ist und wieder zu schweren Verläufen und hochkomplexen Ansteckungsgeschehen führen kann. Diese 4 Szenarien sind abgebildet und entlang dieser Szenarien sind alle Maßnahmen ausdetailliert, vom Testen über die Surveillance bis hin zur Impfung und Medikamentenabgabe gibt es angepasste Szenarien für alle diese Bereiche. Und mein und unser Bestreben ist es, der Bundesregierung ein möglichst einheitliches Vorgehen in allen Bereichen zustande zu bekommen. Die Nichtnachvollziehbarkeit, die Kompliziertheit war in der Vergangenheit oft schwierig in der Vermittlung. Das heißt, es haben dann im Bereich Sport, in der Schule, bei der Arbeit, bei der Kultur, bei Reisen jeweils andere Spielregeln gegolten, was dann auch dazu geführt hat, dass die Dinge nicht gut nachvollziehbar gewesen sind. Damit bin ich beim Punkt, wie tun wir jetzt weiter mit der Absonderung und der Quarantäne. Wir machen jetzt Verkehrsbeschränkungen statt verpflichtender Quarantäne. Was bedeutet das? Absonderung, statt einer Absonderung für 5 Tage bundesweit oder eben 10 Tage in Wien, gibt es künftig eine automatische Verkehrsbeschränkung von 10 Tagen. Nach 5 Tagen besteht
die Möglichkeit, sich frei zu testen. Das heißt, es gibt keine Quarantäne im bisher bekannten Sinn mehr. Das bedeutet auch, und das ist wichtig, wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer krank ist, ruft seinen Hausarzt, seine Hausärztin an und bekommt eine Krankmeldung. Die Auswirkungen auf die Arbeitswelt und die Wirtschaft wird dann Kollege Kocher noch präzisieren. Es gibt zwei begleitende Maßnahmen dazu, die ausgeführt werden, nämlich die Risikogruppenverordnung und auch die telefonische Krankmeldung, die wieder eingeführt wird, die das begleiten. Das ist deshalb auch wichtig festzuhalten, weil wir natürlich nicht nur diese Verordnung jetzt anpassen, sondern begleitend dazu Maßnahmen haben, sowohl auf der Verordnungsebene wie auch dann bei der medizinischen Ausgestaltung der Maßnahmen. Diese Verordnung wird österreichweit gelten. Sie wird ab 1. August in Kraft treten, diese Neuregelung. Wir glauben, dass wir damit die Balance gefunden haben, in einer guten Abwägung Sicherheit, Schutz von Vulnerablen und gleichzeitig ein weitestgehendes Ermöglichen von Leben, Wirtschaften, gesellschaftlicher Teilhabe sicherzustellen. Und es ist mir auch wichtig festzuhalten, dass wir uns sehr genau angeschaut haben, was machen andere europäische Staaten. Und das ist so, dass 5 europäische Länder bereits ähnliche Regelungen getroffen haben. Dänemark, Norwegen und Großbritannien haben die Absonderung bereits im Februar beendet. Spanien im März, die Schweiz im April. Und auch wenn die Auswirkungen in den Ländern jeweils ein bisschen unterschiedlich waren, die Auswirkungen auf die Zahl der Patientinnen im Krankenhaus war nicht wirklich spürbar. Das heißt, dort ist bereits Normalität, was wir jetzt versuchen, zustande zu bekommen.